Liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Es ist Mitternacht. Nur die Züge fahren noch. Der Eisenbahner im Stellwerk arbeitet die ganze Nacht hindurch. Er stellt die Weichen für die Züge. Da sitzt er an seinem Schaltpult. Plötzlich klopft es an die Tür. Ich kann nicht schlafen. Darf ich ein bisschen bei dir bleiben? Oh, zum Einschlafen weiß ich ein gutes Mittel. Setz dich da ans Fenster und zähl die Güterwagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber der kleine Junge ist nicht der Einzige, der nicht einschlafen kann. Diesem Herrn geht es genauso. Ich muss morgen eine wichtige Rede halten, das raubt mir den Schlaf. Der Herr im Nachthemd zählt auch die Waggons. Und noch jemand irrt durch die Straßen. Ach, diese Fahrprüfung, wenn ich sie doch schon hinter mir hätte. Und schon sitzt sie neben den anderen. 25, 26, 27, 28... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nach einer Weile fangen sie an zu träumen. Der Herr im Nachthemd sieht sich auf der höchsten Spitze des Rathausturmes. Verehrte Anwesende, ich habe die Ehre, Ihnen einen Vortrag über die Erfindung... Die Frau im roten Kleid träumt, sie würde die Feuerwehr steuern, und zwar von der obersten Leitersprosse aus. Der kleine Junge träumt seinen Lieblingstraum. Er fährt ganz alleine auf einer großen Lok in die Ferien. Hallo? Nein, alles in Ordnung. Gut, ich warte auf die Ablösung. Die drei gähnen und reiben sich die Augen. Ein neuer Tag beginnt. Sie haben wunderbar geschlafen. Auf Wiedersehen und schlaft recht schön.